Nochmal halbe Stunde Vorbelastung, wie ich gesagt habe. Heute Morgen war ich schon eine Viertelstunde laufen mit 2x30 Sekunden Race Pace und jetzt sind nochmal zweimal oder zwei bis dreimal, hat Coach Görke aufgeschrieben, 3 Minuten Race Pace auf 270 Watt und ja, dann schauen wir mal, wie sich das jetzt so anfühlt heute. Das Laufen war schon richtig, richtig geil und langsam wird die Nervosität auch unerträglich. Also Zeit, dass es losgeht. Dann bis in half an hour. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich gefahren bin. Erholungszeit 0 Stunden. So, ich habe mal alles hier ausgebreitet. Wir packen jetzt alles ein und hoffe, ihr vergesst nichts. Ich zeige euch mal, was ich dabei habe, weil das interessiert euch ja immer. Natürlich von Start weg an unseren Custom Design Project Suit, Castelli PA Suit. Den ziehe ich morgen direkt an, sprich, den brauche ich nicht in irgendeinen Wechselbeutel packen. Den nehme ich mit, den packe ich in meinen Rucksack hier, den Challenge-Rucksack, den nehme ich mit. Da habe ich alles, was ich Race Day brauche, dass ich nochmal durchgehe. Startnummernband ist auch schon drin. Dann die Startnummer. Startnummer 21, könnt ihr euch merken, ne, im Tracker schon mal verfolgen. Nummer 21, die kommt dann noch hier auch in, oder auf die Unterarme wahrscheinlich, weil hier der Suit länger ist, also auf die Unterarme drauf noch die Nummer. Das mache ich heute Abend oder morgen früh noch. Dann kommen wir zum Schwimmen. Die Sachen packe ich auch hier mit rein, weil ich die mit zum Schwimmen nehme, natürlich den Rucksack und dann einfach nachher abgebe. Und zwar, wir schwimmen ja ohne Neo, das heißt über den Einteiler, den ich gerade schon gezeigt habe, kommt der Orca RS1 Speedsuit. Mit dem schwimme ich im schönen Bordeaux-Rot. Also könnt ihr mich gut erkennen. Und dazu Orca Schwimmbrille und natürlich die offizielle Badekappe. Ich bin roter Orca Speedsuit und neongrüne Badekappe, falls ihr versucht, mich schon beim Schwimmen irgendwie zu erkennen. Also ich habe Speedsuit an, Aerosuit an, Speedsuit drüber, Schwimmbrille, Badekappe. Das kommt alles in den Rucksack. Und dann komme ich aus dem Wasser und wir kommen schon zum Bike. Da ist natürlich jetzt alles in den Beutel rein. Wichtigste Startnummer, Nummer 21. In meinem Haushaltsgummi Startnummernband. Radschuhe natürlich nicht vergessen, Startnummernband nicht vergessen und Aerohelm auch ganz wichtig, den müssen wir jetzt eh schon einchecken und dann über Nacht am Rad lassen. Da muss ich gleich nochmal das Visier putzen, nachdem wir das Video auch gedreht haben, aber ich glaube, es passt. Also ich komme aus dem Wasser, ich gehe es nochmal durch, ich brauche eine Startnummer, ich brauche Radschuhe und ich brauche einen Helm, der Rest ist am Fahrrad, zum Fahrrad kommen wir gleich. Also ist das auch erledigt. Und dann kommen wir zum Laufen. Natürlich das Wichtigste, viele haben schon gefragt, ich laufe am Sonntag den Stratos, nicht zu verwechseln. und natürlich unsere Custom in Silence Socken, Pushing Limits. Dazu habe ich mir noch ein Castelli weißes Käppchen rausgesucht, weil es wird schön heiß, deswegen weißes Käppchen. Ich hätte noch mal eher nachdenken müssen. Der Helm ist jetzt schwarz, hätte ich wahrscheinlich auch besser einen weißen bestellen sollen. Aber naja, so ist es jetzt. Müssen wir durch. Also Käppchen rein. 3 Powerbar Hydrogels schon mal in den Wechselbeutel. Die nehme ich mit. Das Gute ist, ich habe alles mit Powerbar trainiert im Racing und die gibt es auch an jeder Verpflegungsstelle. Plus, ich habe noch mal extra an manchen Verpflegungsstellen beim Laufen dann Görke stehen, der noch alles mir anreichen kann und dann natürlich noch wichtig Garmin Forerunner 955. Die Laufuhr muss auch mit rein, weil ich den Beutel heute schon abgeben muss und ja, das ist dann, glaube ich, alles zum Laufen. Also zack, fertig, kommen wir zum Fahrrad. Gut, jetzt kommen wir zum spannenden Part, das Fahrrad. Also jetzt ist es wirklich am Ende ein Dream Bild geworden und ich habe mir niemals erträumen lassen, jemals so ein Rad zu fahren, ehrlich gesagt. Also da ist jetzt irgendwie alles dran und alles optimiert, was, glaube ich, nur optimiert werden kann.
Fangen wir mal hier vorne an. Ihr wisst schon alles und kennt's. Der 3D-gedruckte Alu-Lenker von Lasse Ibert, der angepasst ist an meine Position, die wir Anfang des Jahres gebaut haben und gefunden haben. Also sprich, da haben wir eine Position gemacht, ich bin mitgefahren, ob alles passt, ob alles gut ist, haben es dann 3D gescannt und dann ist der Lenker rausgekommen, den wir hier vorne dann noch ein bisschen breiter gemacht haben, als ursprünglich die zwei Extensions waren, sodass ich noch mehr Grip hier habe und sie richtig greifen kann, was mir noch ein paar mehr Positionen ermöglicht. Also ich kann einmal vorne einfach rumgreifen oder ich kann von vorne draufgreifen und meine andere Hand oben drauf packen. Sprich, ich habe da noch eine Griffmöglichkeit mehr als normalerweise. Und ja, das Ding richtig geil. Dazwischen auch noch ein Geheimtipp, den ich von Lasse bekommen habe. Und zwar bester TT Tacho Garmin Edge 130. Kleine Ding, gar nicht teuer. Und passt perfekt zwischen jede kleine Extensions oder sonst was dazwischen. Und ja, da super gut. Das Ding könnt ihr immer irgendwo noch zwischenschrauben. Also da nochmal hier ein kleiner Geheimtipp. Dann, dadurch, dass wir den Lenker haben, konnte ich natürlich die Bottle hier nicht mehr so gut nachfüllen. Und da dann Lasse auch nochmal gezaubert. Und hat hier auch nochmal ein Custom Piece gedruckt, sodass ich jetzt hier zack von der Seite einfach dann in der Verpflegung die Flasche vorne nachfüllen kann, sodass ich da auch keine Probleme mehr habe. Also hier alles cockpitmäßig so weit custom, wie es nur geht. Ja, sonst Frame, Kenter, Giant Trinity, KDX Forspoke, KDX Scheibe. Ich fahre von der Schaltung her, ist es eine SRAM Force drauf mit dem SRAM Red Aero Kettenblatt. Powermeter habe ich zwei Stück, einmal die Garmin Rally Pedale und Quark in der Kurbel, das heißt, selbst wenn eins ausfallen sollte, habe ich noch eine zweite Power Source, also da sollte es überhaupt keine Probleme geben. Und ja, dann noch Latest Update, achso, hinten noch ein Gorilla Cage, das ist so der Flaschenhalter, glaube ich, der am brutalsten ist, also die Flasche geht schwer rein und raus, da sollte nichts passieren, dass ich die irgendwie verliere. Die Aero Bottle von Elite hier kennt jeder, ich glaube, die meist gefahrene und meist verlorene Flasche auf der Strecke irgendwo. Das Gute ist, dass ich von Lasse noch die Toolbox habe und hier ist noch so eine kleine Lippe hinten drin. Das heißt, einmal wird die Flasche festgehalten hier vorne und nochmal hier hinten. Ich bin jetzt im Training seit Januar schon gefahren, habe sie nicht einmal verloren. Das heißt, wenn das jetzt im Rennen passieren sollte, dann ist wirklich Bad Luck und ich habe irgendwas ganz falsch gemacht. Ja, und dann Latest Edition noch Keramic Speed Kette gewachst. Keramic Speed im Lager, neues ist noch drin und hinten der neue Keramic Speed Oversized Pulley Wheel und noch hier so eine Käfigverkleidung. Also Lasse hat mir nochmal alles dran geschraubt und das ist wirklich all in, was irgendwie geht. Und ich glaube, mehr kann man nicht machen. Es ist alles aus dem Rad optimiert, rausgeholt, Antrieb, Lenker customized. Also Position ist mega geil, ich fahre super komfortabel, trotzdem, dass ich ziemlich aero drin hänge und ja, da ist auch alles getan und morgen kann es dann jetzt endlich losgehen. Ich bin so heiß aufs Rennen und kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Und ja, einzige, achso, genau, Verpflegung ist natürlich noch immer das wichtigste Thema, was immer noch alle haben, bevor ich hier das Video damit dann beende. Vorne werde ich nur Wasser drin haben und auch Wasser nachfüllen. Und dementsprechend habe ich unten in der Aeroflasche meine Gels drin mit ein bisschen Wasser, dass sie ein bisschen flüssiger werden, dass ich die alle 20 Minuten da ein, zwei kleine Schlücke rausnehmen kann. Und hinten drin mache ich mir nochmal eine 120 Gramm Carbsflasche. Das heißt, die reicht dann für eine Stunde, sollte ich unten irgendwie was verlieren, habe ich damit easy eine Stunde oder mit 120 Gramm sogar, wenn es wirklich drauf ankommt, ist ein bisschen mehr. Plus ich habe hier in der Bento-Box oben, da packe ich noch drei Notfallgels rein. Das heißt, da kann eigentlich dann, selbst wenn ich die Gelflasche verliere, habe ich hier noch drei Gels und eine 120 Gramm Carbflasche hinten drin. Eigentlich kann dann nichts schief gehen, sollte nichts schief gehen. Ich habe an alles gedacht, glaube ich. Hier in der Box von Lasse Ersatzschlauch, zwei Kartuschen, Reifenheber, sodass eigentlich nichts passieren dürfte. So. Jetzt heißt es für mich Rad einchecken, wir müssen uns schon ein bisschen beeilen und deswegen machen wir das Video hier zu Ende. Okay. Dankeschön, merci, ciao.
Danke. So, gerade ist eingecheckt, jetzt muss ich nur noch den Beutel abgeben für die Laufschuhe und dann gibt es Point of No Return, so heißt es. Ihr merkt, ich bin schon richtig aufgeregt. Ich checke jetzt nochmal alles in dem Runbeutel, ob ich wirklich alles reingetan habe, weil da komme ich morgen nicht mehr dran. Ans Rad komme ich nochmal und dann scharfer Start morgen.